Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Heute gehen wir es an, wie im letzten Part angekündigt, wir bauen uns eine Base. Ich hätte es schon länger können, aber ich habe auf YouTube auch jetzt mal geschaut, aber das baut er ja auch nicht. Ich bin nicht der Einzige, der ein bisschen rumschwimmt, bevor er was baut. Gott sei Dank. Ich habe mir ganz überlegt, wo baue ich die Base hin. Ich versuche immer den perfekten Platz zu finden. Also laut meinen Überlegungen sind wir hier irgendwo. Hier. Also wäre Süden oder südwestlich angebracht. Ich würde südwestlich nehmen. Schauen hierher, so weit, damit ich genau südlich, nördlich von Delta bin. Da werden wir jetzt mal hinschauen, dann stellen wir das einfach mal ein Teil hin. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie es funktioniert. Das hat uns aber vom restlichen Spiel bis jetzt auch nicht abgehalten. Also sucht man sich mal ein schönes Plätzchen. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich eher hier oben oder weiter unten. Ich weiß nicht, wie es mit der Sauerstoffversorgung, Energieversorgung ausschaut. Da suche ich mir jetzt mal den Easygoing-Modus. Der müsste sein, indem ich hier oben irgendwo herbaue. Hier ran. Da, da, das ist eine schöne Plattform. Wenn ich hier noch südlich von dem bin, müsste ich eigentlich sogar hier woher. So. Jetzt wäre ich südlich von dem. Ich orientiere mich hier nämlich an der Delta-Station. Und dem großen Berg. Das hier müsste der Berg sein. Südlich. Ja, kein Berg. Das war jetzt klar. Ah, hier. Ziemlich nördlich. Also könnten eigentlich noch ein Stückchen da auf die zuschwimmen. Ich weiß noch nicht genau, wie gesagt, wo ich mir da jetzt was hinbauen will. Aber ich glaube, es wird mal hier so ein Stein oben da was werden. Ich weiß aber nicht, was man genau da alles jetzt machen kann. Ich hätte gern ein bisschen Platz über mir, aber ich will nicht so die großen Tiere. Die sind zwar jetzt nicht das Böseste, was rumfleucht, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Aber es ist auch eben nicht optimal. Unter dem hier wäre vielleicht auch praktisch. Da steht sogar schon was da hier. Also sind wir unter die Eisbrocken. Gehen wir noch ein bisschen mehr östlich. Ja, ich denke mal hier. Hier sind wir gut. Notfallversorgungslage ist da drüben. Da haben wir 500 hier hin. 200 ungefähr dahin. Wir sind ja eh schnell. Bevor wir jetzt ewig suchen, bauen wir jetzt einfach mal irgendwas her. So, jetzt fangen wir mal an. Wir stellen mal einen Mehrzweckraum auf, weil ich denke mal, der Mehrzweckraum kann für mehrere Zwecke verwendet werden. Würde ich jetzt mal sagen, also stellen wir mal einfach da an hier. So. Was drehen wir denn mal? Ich weiß nicht mal, ob die eine Bodenplatte brauchen oder ob die einfach so stehen. So. Kann man stapeln, das ist schon mal cool. War anscheinend, muss ich die irgendwie mit Röhren verbinden oder wieso lasst ihr mich die nicht da? Das ist nahe dran alles, wirklich. So verbinden, lasst ihr mich nur drauf, drüber und drunter auch nicht. Gut. So, jetzt wird die Frage, komme ich da jetzt rein? Wenn ich eine Luke ranmache, wäre schon mal praktisch. Luke machen wir auf der Seite hier. Ah, Oxygen. Und abwärts. So, wo können wir eine Luke machen? Da geht eine her. Da nicht. Da, da, da. Und dann konstruieren wir mal eine Luke. So, habe ich da drin, wenn ich reingehe, jetzt eigentlich dann gleich Luft. Nö, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche hier mal Strom dafür. Nimm mal wieder raus da. Ich muss das sicher nicht die letzte Base, die ich baue. Aber ich muss auch mal ein bisschen rumprobieren, bevor ich da jetzt irgendeinen Scheiß baue. Okay, das haben wir mal. Strom. Solarzellen brauche ich 2 Quarz. Kann ich die da einfach ranpappen? Da oben, so. Ich
kann Sachen ja auch drehen, stimmt, das war ja auch. Aber dass die Sonne gerade von der Seite kommt, wenn man mal hier Solarzelle hinstellen. Wahrscheinlich mit einer nicht reichen, also werden wir mal da. So, jetzt holen wir Quarz. Da warte mal, nee. Bauen wir mal zuerst weiter, dass das Inventar leerer wird. Gut, dann hätte ich gern, was ist das hier? Erhöht die Reichweite von Energiequellen. Das muss ich mir erst anschauen. Das ist ein Flutlichtscheinwerfer. Gut. Dann können wir eigentlich theoretisch hier. Ja, geht. Jetzt rühren wir das mal. Na, servus, das schaut aus. So. Ich will ja eigentlich hier rüber. Ich müsste es ja nochmal. Das ist ja irgendwie gegangen mit dem Abbauen. Dekonstruieren, Kuh. Gut, dann kriege ich meine Mats wieder. Sehr schön. Dann machen wir hier ein langes Stück ran. Hier ist so ein Drehteil. Ist ja immer noch zu gut. Weil ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Depp wirklich. Hieran wäre ja nichts gegangen, ne? Oh ja, wäre sogar. Und das ist blöd irgendwie alles. Warte mal, kann ich das nochmal alles abreißen? So. Oxygen. Jetzt drehen wir den Mehrzweckraum mal. Noch erneut, sagen wir so. So eine Idee. So. Perfekt. Dann müsste ich jetzt irgendwie, was ist denn das für eine Luke? Das müsste wahrscheinlich irgendwo darauf. Ne, das macht hier gar nichts. Vertikale Verbindung. Okay. Wenn ich das hier jetzt weiterbaue, komme ich ziemlich sicher nicht an eine Station ran. Aber damit brauche ich jetzt den vertikalen Verbinder. Oder irgendwas wäre schon mal praktisch, was nach oben geht. Oder habe ich das noch nicht? Das ist natürlich jetzt Arsch mit Ohren, wenn das jetzt so nicht geht. Ja. Yeah. Nummer 2. So, jetzt habe ich zwei von diesen Mehrzweckräumen. Die Richtung werde ich da jetzt wahrscheinlich nicht mehr so weit kommen. Oder stehen die relativ weit? Es geht wirklich. Ja, bauen wir noch einen. Warum auch nicht? Ich glaube nur, wir sollten da nicht zu viel bauen, weil ich glaube fast, wir werden hier dann das Problem haben, dass uns die Mats ausgehen. Jetzt gehen wir Mats holen. Muss man da auf jeden Fall eine Boje hinstellen dann. Weil irgendwie geht man das langsam ab. Fertig. So, das reicht ja mal vorerst. Dann werden wir hier zwecks Energieversorgung. Schauen wir mal. Dreht sich ein bisschen langsam. Alle Hauptsysteme online. Power restored. All primary systems online. Läuft. Luke.
Kann man da eine Luke machen? Da oben auch rein. Hätte ich gern hier eine Luke. So, wenn ich da jetzt reingehe. Haha, Sauerstoff vorhanden. Na bitte, schaut ja gut aus schon, mein neues Zuhause, ne? Dann kann ich jetzt sicher wo ein Fenster reinmachen. Was jetzt aber ziemlich blunzen ist eigentlich, weil... Das, glaube ich, verbrauche ich jetzt nur Mats für nix. Braucht denn das Fenster? Glas, ja, aber ja, wurscht eigentlich. Seek fluid intake. Ja, ich muss... Okay. Habe. Arsch mit Ohren. So, ich brauche hier mal so einen Fabricator, bevor ich jetzt irgendwas hier weitermache. Kern, irgendwas, Innenmodule. Fabrikator, zweimal Quarz. So, was machen wir da? Der erste Raum wird so mein Offen. Ne, das ist eigentlich doof. Ich habe das mit Eingang blöd gemacht. Na, oh ja, schon. Ich gehe rein und gehe zum Fabricator. Ja, das ist schon mal gut. Habe ich noch genug mit? Habe ich noch genug? Nein, das Quarz fehlt mir, ich weiß nicht. Dann gehen wir mal das Quarz holen. Dann werden wir hier mal eine Boje absetzen. Das schaut ja schon gar nicht so schlecht aus, mal. Ich frage jetzt nur, wie sehe ich eigentlich, wie viel Energie das Teil da produziert? Brauche ich hier eine Batterie auch, sonst ist in der Nacht der Strom weg. Ach, jetzt habe ich endlich einen Fabricator. Endlich! Lange habe ich gewartet. So, jetzt wird die Frage, kann ich den da jetzt einfach herstellen so? Da in die Ecke. Ja. Ja. Ich werde jetzt alles ablegen, was ich nicht brauche, weil das nervt mich jetzt schon ein bisschen, das Ganze. Mit dem Inventar hier. So. Hey, Alan. Ja, jetzt bin ich beim Baseball. Jetzt habe ich keine Zeit. Ja. Schön. Jetzt nicht. Nachher dann, Alan. Du musst mir auch ein bisschen Zeit lassen für meine Sachen. Warte mal. Kann man doch irgendwie sicher nach Signalboje craften. Hier haben wir es ja. Kupfer und Titan. Wir werden jetzt gleich mal anlegen. Wo ist denn die Signalboje da? Nicht Boje 4. Base. Base 1. Bam. Base 1, anzeigen, immer, in grün bitte. Und das können wir, lassen wir auch grün, das ist die zweite Base, so. Gut, bin wieder zurück, hab meinen Kabelsatz gebaut. Ich habe jetzt Silber gefunden und ey, Alter, da ist eine Höhle unter mir, da sind Viecher drin, die wollten, die haben mich gefressen und der andere hat eine Pflanze mich irgendwo hinzogen, da fühle ich mich noch nicht bereit dafür. Na, vielleicht schauen wir mal. Jetzt aber nicht. Jetzt bauen wir zuerst mal. Als allererstes, was ich jetzt machen will, ich brauche diesen Battery Charger. Ich brauche ihn einfach. Ich kann nicht leben ohne ihn. So ungefähr. So, jetzt hat die Frage. Kleben wir den jetzt da gleich woher? Aber andererseits, was klebe ich dann in die anderen Räume? Ah, kleben wir daher. Ist ja Blunzen. Theoretisch kann man ja wieder abmontieren. Habe ich jetzt gehört.
brauche ich jetzt meine leeren Batterien. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang, die zu laden, weil ich bin da schon etwas batteriearm. So. So, wie schnell lädt sie? Ah, da hinten. Sehe ich eigentlich irgendwo, was das Ding hier Strom verbraucht? Ja, okay, also der Battery Charger braucht etwas doch. Das heißt, wir werden uns die Batterie für unseren Gleiter wiederherstellen. So, jetzt habe ich fast alles mit, was ich brauche. Ich möchte nur hier mal. Da schwirren immer so schön viele Fische rum, meine Falle auslegen. Die habe ich ja auch mit. So, hier. Hier mitten her. Wo dann mal meine Kuppel hin soll. So. Nehmen wir die mal aus da. Los, mach was. Bonk. Hehe. Oh. Brauchst du eigentlich nicht einsammeln unbedingt. Oxygen. Nee. Nein. Das ist echt blöd, wenn man die einfach so einsammeln kann wieder. Oh. Okay, dann lassen wir das mal. Probieren wir das mal. Wir haben alles mit jetzt, um den Gleiter hier wieder zu powern. Schauen wir mal. Welcome aboard, Captain. Ja, ich bin der Captain, mein Freund. Oh. Jetzt hat das auch keinen Saft. Das ist kein Saft, weil Nacht ist, ziemlich sicher. Ich denke mal, dass die Solarzelle jetzt nicht sehr effektiv ist. Ja. Okay. Gut, dann. Was kann ich jetzt energietechnisch bauen? War da nicht irgendwas mit. Atomstrom oder so? Das könnte man sich jetzt nochmal geschwind durchschauen, bis es wieder Licht wird, dass wir unsere Energiezelle herbestellen können. Scanraum. Der wird auch wieder mehr fressen, das Ding. Seek fluid intake immediately. Ja, haha. Scheide. Ich wollte ja eigentlich, aber. Kann ich nicht. Ah, kann ich sogar noch. Vital signs stabilizing. Danke. Okay. Schauen wir mal kurz. Modifizierung, brauche ich die Modifizierungsstation. Innenraum, Außenmodule habe ich nicht mehr. Inneneinrichtung war Bioreaktor. Kabelsatz und kompostiert organisches Material zur Energieerzeugung. Kernreaktor, sehr schön, den machen wir. probieren wir es mal zuerst mit dem Bioreaktor. Wandelt Meerwasser in Wasser und Salz um, das wäre vielleicht auch hilfreich. Energiezellenladestation, Kaffeeautomat. Ah, ich will das alles bauen. Alles will ich bauen. Das Problem an der Sache ist nur, nichts Strom gerade. Der Bioreaktor, gut, fangen wir mit dem. Ich schätze mal organisches Material, das würden dann wahrscheinlich so Fischli oder so sein. Kabelsatz, Silber. Oh, nervt nicht. Schmierstoff kriege ich hin. Ha, Energie 1. Energie 2. Scheiße. Die fressen meinen ganzen Strom weg. Ihr Säcke. Brauche ich für noch eine Solarzelle? Quarz. So, mit. Mal noch eine Solarzelle ran. Ein bisschen an Speicher hat das Teil ja, glaube ich.
Habe ich denn das vorher gesehen? Ah, da unten. Wieso sehe ich das so beschissen? Ernsthaft, warum sehe ich das so blöd? Ist ja deppert. Ja gut, da funktionieren wird es jetzt ja mal. So. Da rein. Ja genau, jetzt will ich die Batterie herstellen. Sehr schön. Und Kletter. Oh Mensch, die kann ich da nicht nehmen. Kann ich eigentlich? Nee. Gut, also ich brauche eh normale Batterien, das heißt, die muss weg. Die Energiezelle wird dann für die Fahrzeuge sein, vermute ich jetzt mal einfach so vor mich hin. 150, ja, jetzt haben wir zweimal die Solarzelle, die werkt. Jetzt wollen wir mal trinken produzieren. Brauche ja auch den Energiezellenlader dann irgendwann einmal früher oder später, weil die Energiezellen jetzt nächste, was wir bauen, ist dann diese Seebahn. Beziehungsweise irgendwas, was uns ein bisschen schneller und tiefer voranbringt und wo uns nicht vielleicht gleich alles frisst. Wie schaut das dann aus? Spind können wir nehmen für die. Ah. Können wir für die Batterien da machen? Da brauchen wir ja nicht sowas Riesiges. Spind. Der hat 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat 30 Plätze. Und der hat mehr. Also für mehr Platz sind, ist der besser. Aber da werden wir dann unsere Batterien reinstopfen. Und daneben die Energiezellenfabrikationsteil, das hier, werden wir dann hierher machen. Das war schon anfangen, aber nicht bauen. Erweiterter Kabelsatz von Lithium. Ich lasse mal da hängen. So, erweiterter Kabelsatz. Computerchip und ein normaler Kabelsatz. Ah, Lithium. Okay, gut. Soll es so sein? Ist jetzt nicht das Riesenproblem. Tun wir mal alles jetzt weg, dass nicht verloren geht. So, den Computerchip auch bitte. Fisch können wir essen. Kupfer hier noch weg. Titan wollte ich eigentlich jetzt nicht da reingehen. Das da rein. Das auch. Okay, Leute. Das war's mit dem Part. Wir haben unsere Base. Wir haben endlich was gemacht. Wir machen jetzt weiter dann. Ich werde jetzt. Ui, schaut das cool aus. Ich werde jetzt mal tauchen gehen. Und versuchen, dass ich sie Silber woher bekomme. Und dann geht es im nächsten Part weiter mit Inneneinrichtung und Herstellen von allen möglichen diversen Sachen. Dann versuchen wir mal die Missionen weiter zu bekommen. Aber ich möchte auch ein paar Gegenstände vorhaben. Also, danke fürs Zuschauen. Nächster Part geht es weiter mit Inneneinrichtung und wahrscheinlich dieses Test-Drive-Teil. Dafür brauche ich aber zuerst noch Mats, die ich nicht vorhanden habe. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dranbleiben, es wird spannender jetzt mittlerweile. Aber jetzt finde ich das Ganze schon relativ cool hier. Da brauche ich Diamanten, die werde ich jetzt suchen gehen. Und bei einer Batterie, die sollten jetzt eigentlich schon fertig sein. 100%. So schaut's aus. Okay, mal. Das nervt mich. Wenn wir diese Batterien da reingeben und wenn wir auch die Energiezelle herbringen. Jedenfalls seht ihr, ich bin schon wieder in meinem Element. Ich kann umschlichten, ich kann basteln, ich kann craften. Ich fühle mich wohl hier. Und das nicht wenig. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet es wieder ein. Würde mich freuen. Lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment. Würde mich noch viel mehr freuen. Du Huren-Chess-Tafel da mitten da. Pah. Ich habe wieder was, wo ich mich ärgern kann. Und
Ja. Dranbleiben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe Mats holen und wir gehen schon wieder weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.